Hallo bei Musikmachen.de, der Nikolai hier von der Musikmesse 2013. Bei mir ist der Mario von Behringer. Hallo Mario. Hallo Nikolai. Mario, du hast uns ein iStudio IS202 mitgebracht. Was hat es damit auf sich? Ja, das iStudio 202 ist ein Interface fürs iPad. Das heißt, für alle, die ihr iPad als DAW, also als Aufnahmemedium nutzen wollen oder die VST-Instrumente zum Beispiel auf ihrem iPad haben und wollen die über MIDI triggern und dann audiomäßig ausgeben, die brauchen halt ein Interface, ne? Weil das iPad selber kann das nicht liefern. Und daher halt, das ist die Idee des iStudio IS202. Das heißt, wenn wir uns das jetzt mal anschauen, die Rückseite zum Beispiel, ich bin mal so frei, haben wir hier zwei XLR-Combo-Inputs auf der Rückseite. Also man kann hier Mikrofone anschließen, zwei Stück an der Zahl, oder Instrumente anschließen. Das sind Hochimpedanz-Eingänge, das heißt, man kann auch direkt eine Gitarre anschließen. Hier sind noch Cinch-Eingänge, ein Stereo-Cinch-Eingang für eine weitere Stereo-Quelle. Oder eben MIDI-Inputs, MIDI-Outputs. Oder auch ganz clever, man kann auch direkt MIDI-Signale über USB eingeben. Das heißt, wenn man jetzt ein MIDI-Keyboard hat, was über USB sozusagen MIDI-Werte ausgibt, kann das auch sofort hier angeschlossen werden. Es ist kompatibel zu iPad 1, 2 und 3, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, ganz wichtiger Punkt. Es ist mit allen iPads kompatibel, die noch diesen alten Dock-Connector haben, sagen wir jetzt einfach mal so. Also iPad 1 bis 3. Für die verschiedenen Größen gibt es hier verschiedene Einschubfächer sozusagen, dass jedes iPad sich hier direkt nahtlos einfügt. Die iPads werden auch geladen über diesen Dock-Connector beim Betrieb. Und wenn man möchte, kann man das ganze Gerät auch vollkommen portabel verwenden. Ohne Strom. Auf der Unterseite gibt es ein Battery Compartment und da kann man dann Batterien reintun und dann auch vollkommen mobil mit dem Gerät arbeiten. Was unsere User interessiert, wann können Sie das ungefähr im Laden sehen? Das Gerät gibt es bereits schon im Laden, ist jetzt kürzlich rausgekommen, das heißt, ist bereits bestellbar. Alles klar, danke Mario. Vielleicht noch ein Wort zu dem Gerät, das vergesse ich immer. Und zwar, das funktioniert mit Core Audio bzw. Core MIDI. Das heißt, es funktioniert wirklich mit allen Apps auf dem iPad. Das heißt, es müssen keine Treiber installiert werden, man muss da jetzt keine extra Gedanken haben, funktioniert es nicht. Core Audio, das heißt, es ist sofort betriebsbereit sozusagen. Das ist praktisch. Danke Mario, das war's von uns. Dranbleiben, hier geht's gleich weiter.